Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, nachdem das letzte Video geendet hat mit dem fast fertigen Gehege hier. Würde ich sagen, darum kümmern wir uns heute als allererstes und machen das Gehege fertig, damit hier die Wölfe einziehen können. Ja, und dann gibt es heute mal direkt zu Anfang ein kleines Speed-Build und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder zurück. Das ist jetzt fertig. Ich hoffe, es ist fertig. Auf jeden Fall können wir jetzt die Tiere hier einziehen lassen. Ich drücke mal kurz auf Play. Das war jetzt richtig teuer. Tierhandel, Tieraufbewahrung. Wolf. Verlegen. Hier in das Gehege. Und dann den anderen Wolf. Der da verlegen. Auch in das Gehege und dann gucken wir uns erstmal an, was denen noch fehlt, weil ich könnte mir vorstellen, wir müssen noch ein bisschen den Boden umpinseln. Da müssen wir vielleicht noch eine Kleinigkeit ändern. Aber von der Bepflanzung her finde ich es mal richtig geil, ganz ehrlich. Ich finde es mega geil. Auch diese Erhöhung hier, ich hoffe nur, dass die Wölfe da hochkommen. Wenn ja, wäre das mega, mega nice. Ich bin gespannt. Aber ich hoffe, der kommt jetzt gleich. Der Tierpfleger und bringt hier den ersten Wolf. Da kommt er. Und da rennt der zweite auch schon. Ich guck mal, wie es mit den Finanzen gerade aussieht. Einnahmen 24.000. Das ist gut. Ausgaben haben wir. Ja gut, das sind normale Einnahmen, Ladeneinnahmen, Spenden. Das ist noch nicht so dolle, aber da gucken wir gleich mal. So, jetzt haben wir gleich erstmal den Wolf drin und drücken direkt auf Pause dann. Zack, der Wolf ist drin. Ich drücke direkt mal auf Pause und guck mir den Wolf mal an. Wohlbefinden. Gucken wir mal. Gelände. Absolut nicht geeignet. Das Gras ist zu lang. Es gibt keinen Schnee. Da müssen wir auf jeden Fall was verändern. Das dachte ich mir aber auch schon. Wir müssen auf Schnee gehen. Und dann pinseln wir hier ordentlich was an Schnee ran. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das können wir machen. Schnee. Jede Menge Schnee, Schnee, Schnee. So. Schnee, 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 Schnee. Warte mal, ich mach das mal hier ein bisschen größer. Ja, vielleicht nicht ganz so groß, aber so. Und dann pinseln wir hier Schnee hin ohne Ende. Vor allem um die Felsen und so, da können wir jede Menge Schnee machen. Dann kriegen wir ja auch das ganze Gras, das lange Gras weg. So, ja, traumhaft. Auch hier. Sehr schön. So,
Und dann auch hier so ein bisschen um diese Felsen rum. So, jede Menge Schnee. So. Zack. Ja, jetzt haben wir ein bisschen zu viel Fels noch und ein bisschen zu lange Gras und zu viel Fels. Ich habe aber doch gar kein... Ach so, das ist jetzt noch Fels. Warum? Das sollte aber eigentlich Schnee sein und nicht Fels. Ach so, warte mal. Richtige Menge an Schnee. Automalen Schnee. Ach, müssen wir vielleicht noch... ich kann es mir schon vorstellen. Wir müssen hier wahrscheinlich für Kälte sorgen. Das ist natürlich hier ein bisschen warm noch. Oder temperaturmäßig. Stabiler Rückzugsort haben sie. Lebensqualität, Futterbeschaffung. Das ist eine gute Frage. Wie das damit aussieht. Sprinkler, Klimaanlage. Hier ist auf jeden Fall viel zu warm. Da sorgen wir erstmal für Kälte. So und so. 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 So und so. Ach nee, die sind jetzt alle. Moment. Platzieren die natürlich ein bisschen tiefer in das Gras rein. So, dass die nicht so offensichtlich hier rumhängen und rumfliegen. Das ist gut. Der ist noch nicht gut, der muss tiefer. So, muss auch tiefer. Das ist immer so ein bisschen doof, dass man das immer ein bisschen umstellt und dann hat man es wieder falsch und ist ein bisschen nervig. So, das packe ich da drunter. Das packe ich auch hier drunter, dann fällt das auch überhaupt nicht auf. Das hier ein bisschen tiefer. So. Jetzt gucken wir mal, wo fliegen die Dinger noch rum. Hier fliegt noch so eine Untertasse rum. Tiefer. Hier, die fällt nicht auf. Das ist okay. Haben wir hier noch irgendwo... Hier fliegt noch eine rum. Die würde ich sogar fast sagen, packen wir hier rein. Und ansonsten sehe ich, glaube ich, gerade keine mehr. Nö, ich glaube, ansonsten passt das. Und jetzt gucken wir mal kurz. Reichweite, Temperaturwechsel. Okay, gucken wir mal kurz, wie das aussieht. Senkt jetzt hier ordentlich die Temperatur. Gucken wir mal, wie das denen gefällt. Gelände ist 68. Wir haben aber extrem viel Fels und keinen Schnee. Das verstehe ich nicht. Das ist mir echt ein Rätsel. Von der Temperatur her ist es, glaube ich, mittlerweile echt gut. Hier haben wir einen kleinen Hotspot. Den könnten wir noch ein bisschen senken. Lass mal kurz schauen. Hier haben wir... Wo waren die Klimaanlagen jetzt? Ich habe sie komplett wieder vergessen, wo die sind. Hier, oder? Ja. Ja. So. Passt das denn auch von den klimatischen Bedingungen jetzt? Die hier ist falsch. Nicht derselbe Kontinent wie das hier. Das heißt, die hier kommt weg. Das kommt weg.
So. Jetzt können wir wieder schauen. Da wieder die Tiere. So. Das ist auf jeden Fall ganz gut, dass man hier schauen kann, ob das alles passt. Hier haben wir noch eine echte Rentierflechte. Keine Ahnung, wo die rumhängt. Ach, das sind die Dinger hier. Die passen denen nicht. Okay, dann mache ich die weg. Die haben mir eh nicht so gut gefallen. Keine Ahnung, warum das dann im gleichen Tab auftaucht. Aber das ist nicht so tragisch. Die kann ich wegmachen. Das ist okay. Mitarbeiter finden keinen Platz. So. Das hier ist weg. Mal gucken, wo sind die Wölfe hin? Ich sehe sie gerade nicht. Wenig Geld, ja, ach was. Ich muss gerade gucken, wo die Tiere sind. Irgendwo hier. Ah, hier. Jetzt haben wir hier auch Schnee. Scheinbar, ja. Jetzt passt das. Wir haben hier Schnee, wir haben aber noch zu viel langes Gras. Das kriege ich aber noch weg. Jetzt, bevor uns das Geld ausgeht, gehen wir erstmal nochmal auf Gehegeeinrichtungen. Großes S-Tablett. Machen wir eins hier. Und eins da. Und dann sorgen wir noch für einen... Oder ist das überhaupt das Richtige? Moment mal. Art, Wolf. Ja, ja, ja. Großes S-Tablett. Sehr gut. Dann machen wir noch einen Sprinkler. Sprinkler finden die nämlich scheinbar auch ganz gut. Machen wir hier ein. Machen wir hier ein. Vor allem an den Hotspots vielleicht noch den einen oder anderen. Hier ein. Und hier haben wir noch einen Hotspot. Dann können wir noch ein bisschen uns um Wasser kümmern. Wasser wäre ja vielleicht gar nicht so schlecht. Hier machen wir hier ein. Und weil das Gehege recht groß ist, machen wir auch hier noch einen. Und dann brauchen die noch eine große Schlafmöglichkeit. Extra groß. Die mache ich hier unten rein. So. Jetzt sollte das eigentlich passen. Und jetzt schauen wir mal, wo die eigentlich überall hinlaufen können und ob es hier vielleicht noch Möglichkeiten gibt, was zu machen. Ne, Sprinkler haben wir gebaut. Wir haben noch 33 Dollar. Das wird ein bisschen knapp. Temperatur sieht gut aus. Warzenschwein steht kurz vor der Inzucht. Das müssen wir gleich mal verhindern. Wir müssen jetzt aber erstmal noch gucken, wo kann der Wolf überall hinlaufen eigentlich. Das fände ich mal cool zu wissen. Warte mal, ist das nicht? Doch, das Tierwohlbefinden. Moment, Moment, Moment. Gehege, so. Die können nicht nach oben laufen, das finde ich schade. Das finde ich sehr schade. Er kann hier hinlaufen, aber er kann nicht komplett nach oben laufen. Das finde ich uncool. Kann ich das irgendwie ändern, dass die da hochlaufen können? Das fände ich nämlich schon ziemlich cool, wenn die das könnten. Wir drehen das mal so ein bisschen. Ich will nämlich unbedingt, dass die hier hochlaufen können, ansonsten hat das hier gar keinen Sinn. So. Das da und dann dupliziere ich das mal. Und pack das hier mal ran. Erweitertes Bewegen. Dann bewegen wir das mal so ein bisschen hier. Dass das ordentlich aufeinander liegt. Und dann wäre es echt cool, wenn die hier hoch könnten. Das wäre richtig genial. Mal kurz gucken. Hier wieder ran. Und dann Play. Und direkt wieder Pause. Und dann schauen wir Wolf. Er kann hier wirklich nur bis da hoch. Warum? Ist doch ärgerlich. Ist doch sehr, 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 sehr ärgerlich. Weil ich wollte wirklich, dass die da hochlaufen können. Und das können sie offenbar nicht.
Doch, jetzt. Ha. Hervorragend. Hier kommt er jetzt hoch. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was anpassen. Das vielleicht ein bisschen tiefer machen. So, dann kommt der hier wahrscheinlich auch rum. Ja, das müsste jetzt eigentlich gehen, dass der hier rumläuft. Ich hoffe es zumindest sehr, dass das geht. Jetzt gehen wir mal kurz zu dem Warzenschwein, weil ich finde das nicht so gut, dass die hier Inzucht betreiben wollen. Das hier ist das Männchen, das hier ist das Weibchen und das Weibchen kriegt jetzt mal die Pille. Das Männchen, das Alpha-Männchen hier aber auch. So. Ich glaube, das passt hier ganz gut jetzt. Die sollten jetzt keine Inzucht betreiben. Das sind nämlich zwei Geschwisterchen. Das wäre jetzt nicht so toll. Genau, dann haben wir hier, ja, Zoo hat wenig Geld. Das wissen wir bereits. Das ist keine Neuigkeit. Und wir haben hier echt ein Problem. Wir können keine Spendenbüchse mehr aufbauen. Wir müssen jetzt mal kurz gucken. Wir müssen Mitarbeiter kündigen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Nämlich hier zum Beispiel. Wir haben hier jede Menge Verkäufer. Das ist aber gut so. Wir haben hier aber auch jede Menge Tierärzte, die richtig, richtig, richtig viel Geld kosten. Entlassen, entlassen. Auch die Tierpfleger kosten recht viel Geld. Ich hoffe, wir kommen mit zwei Tierpflegern auch noch hin. Und die Techniker, da hoffe ich, einer reicht auch erstmal noch. Das wäre ganz gut. Dann sparen wir hier nämlich jede Menge Geld. Die Verkäufer, das passt. Ich hoffe, dass das wird uns retten, wenn wir hier ein bisschen sorgsamer mit den Kapazitäten umgehen. Und jetzt gehen wir hier nochmal auf Play. Wolf, ich will dich anklicken. Sehr gut. Beschäftigung hat der Wolf, das ist gut, der fühlt sich doch wohl. Dann schauen wir mal hier. Gehege. Ah, guck mal, der kommt jetzt hier überall hin. Das ist ja, das ist cool. Genau das wollte ich eigentlich erreichen. Und wenn wir das hier vielleicht noch ein bisschen anders platzieren, vielleicht ein bisschen so, dann könnte ich mir vorstellen, dass er hier auch gleich noch hochkommt. Das wäre cool. Vielleicht ein bisschen so. Und dann schauen wir gleich mal, ob der da auch noch hochkommt. Nein, warum nicht? Wahrscheinlich ist dem... ja, das könnte dem vielleicht zu steil sein noch. Komm, wir machen mal das noch ein bisschen. So. Und dann... ein bisschen tiefer. Das lag schon ganz gut übereinander, glaube ich. So. Ja, tiefer. So. Ja, ich glaube, wir können das so machen. Und dann nehmen wir das noch. Erweitertes Bewegen. Drehen. Drehen wir das hier auch in diese Richtung. Und gucken mal, dass wir das da so einigermaßen aufeinander platziert kriegen. Ja, ich glaube, das passt. So. Und jetzt hoffe ich mal, wenn ich jetzt nochmal draufklicke auf den Wolf, dass der hier auch hochlaufen kann. Das wäre für den ganz gut. So. Kommt der da hoch? Nee, irgendwie ja nicht so. Das ist schon ein bisschen ärgerlich hier. Kann ich den Felsen vielleicht ein bisschen absenken, dass der hier auf den Felsen hoch kann? Das wäre eine Möglichkeit vielleicht, oder? Komm, wir versuchen das mal. Senken den Felsen ein bisschen ab. Und wenn der auf den Felsen erstmal hochkommt, dann kommt er wahrscheinlich auch auf den Rest hoch. Mal kurz schauen. Ja, wir machen so viel Verlust. Das ist echt krass, wie viel Verlust wir machen. Genaue Abrechnung, kontinuierliche Ausgaben. 19.000. Puh. Die Lohnkosten sind extrem. Ich habe gerade nichts anderes übrig. Wir stürzen uns halt da noch ein bisschen krasser ins Dilemma. Einnahmen 33.000. Das ist natürlich alles. Schaut mal, was das gebracht hat. Genau gar nichts. Ärgerlich. Wir können aber jetzt noch ein bisschen hier Spendenboxen hinmachen und guck mal, wie viele Leute da stehen.
Wir brauchen die Spendenboxen. So. Da eine Spendenbüchse. Da eine Spendenbüchse. Hier eine Spendenbüchse und da eine Spendenbüchse. Das war mit das teuerste Gehege, glaube ich, was wir hier gebaut haben für den Zoo. Und deswegen bauen wir hier jetzt auch einiges an Spendenbüchsen drumherum. Ich glaube, hier reicht eine. Hier mache ich einfach mal 3 Spendenbüchsen. Hier mache ich auch 3 Spendenbüchsen. So. Und ich hoffe wirklich, das bringt was. Hier mache ich auch noch Spendenbüchse und Spendenbüchse. So. Und dann mache ich hier noch eine Infotafel ran. Wir müssen das Geld natürlich jetzt ausgeben, damit die Leute auch wissen, dass hier ein Wolf drin wohnt. Winkelausrichtung, ja. Ist klar. Warum funktioniert das nicht? Das ist jetzt sehr komisch, dass das nicht funktioniert. Warum ist das so verdreht? Mein Gott. Wolf. Dann drehen wir das Ding mal ein bisschen. Was ist das? So. Winkelausrichtung machen wir mal aus hier. So, oder? Ja. Ja, ich glaube, das passt wieder. Ach komm. Hätte ich da jetzt. Ja, ich hätte hier auf OK drücken müssen. So. Läuft da jetzt auch das richtige Programm? Hier läuft gar nichts. Wir haben keinen Strom. Oh, nee. Warte mal. Hier Einrichtungen. Strom. Ein Transformator. Strom. Zack. Haben wir jetzt hier Strom? Ja, jetzt haben wir hier Strom. Der ist noch falsch rum. So. Den drehen wir einmal. So. Zack. Jetzt haben wir hier den Wolf. Das können wir auch kopieren. Und setzen das hier an diese Wand noch ran. Das können wir nochmal kopieren. An diese Wand ran. Zum Glück kosten die nicht so extrem viel, aber wir sind schon gleich wieder im untersten Limit. Eieieiei. Da frage ich mich gerade, wie wir das nochmal handeln, da das wird nicht so ganz einfach sein. Ich hoffe, die Wölfe retten uns so ein bisschen den Arsch. Also, ich glaube, dass... Ah, hier fehlt noch einer. So. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall jede Menge Monitore und ich hoffe wirklich, dass die Wölfe uns so ein bisschen den Arsch retten. Ich bin gespannt. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen die Preise hochtreiben. Hier zum Beispiel, guck mal, da stehen jede Menge Leute an. Vielleicht setzen wir da die Preise wieder ein bisschen nach oben. Gehen hier auf $5, $5, $5, $5. Dann gehen wir hier bei den Burgern auf $11 und hier auf $8. Ich glaube, das geht auch, ganz ehrlich. Das wird schon gehen. Und hier, ja, wir machen Plus. Guck's dir an. Und hier gehen wir auf, ja, komm, $3. Aufnahmepaket günstig. Mach mal. Ja, $15, Aufnahmepaket teuer. Blauer Schirm. Ein Schirm, ganz ehrlich, kostet doch immer einen Zehner. So. So, überall angleichen. Zack. Toiletten kosten nichts, die machen wir kostenlos. Burger Chief haben wir schon angepasst, oder? Yep. Ballons. Lass mal schauen. Ja, gut, die sind vom Preis her okay. Nein, wir machen Plus, aber dann auch immer mal wieder Minus rein und das ist noch nicht so ideal. Schaut mal, wir haben hier kontinuierliche Ausgaben, Lohnkosten 7.000, Einnahmen durch Ticketverkäufe, Ladeneinnahmen sind bei 3.000, Spenden 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 haben wir hier.
was auch unbedingt funktioniert, also 9.000 regelmäßig. Dann haben wir aber hier 7.500 und Darlehensrückzahlung haut halt richtig rein. Das ist halt nicht gerade wenig. Und die Darlehenszinsen natürlich auch. Das hätten wir uns ja vielleicht sparen sollen. Das war schon heftig. Was wir aber vielleicht noch ein bisschen machen können, ist noch ein bisschen Mitarbeiter, ja, ein bisschen sparen dran. Hier so ein Pfleger vielleicht weniger. Tierarzt brauchen wir. Verkäufer sind natürlich auch nicht ganz unwichtig. Techniker wäre halt schon gut. Aber Tierpflege, kommen wir, entlassen mal noch einen und hoffen, dass es mal kurz funktioniert, bis wir mal wieder auf einem guten ja, Level sind. Tierarzt ist schon nur ein Krankentier, das ist gut. Der blaue Pfau. So, aber wir machen immer noch miese und das nicht wenig. Puh. Gesamtgewinne schauen nicht so doll aus. Einnahmen 36.000, das sind aber die 20.000 von dem, nein, die 25.000 Darlehen drin. Das heißt, wir machen gerade mal 11.000, haben aber kontinuierliche Ausgaben von 26.000. Und das ist deutlich zu viel. Darlehensrückzahlung in Raten für Marketing. Marketing können wir das betreiben. Marketing-Posterkampagne. Ja, komm, wir machen Marketing unbedingt. Da müssen wir auf jeden Fall mal was machen. Vielleicht kriegen wir dann auch ein bisschen mehr Leute hier rein. Zwei Kampagnen laufen. Günstige Kampagnen, Print, Werbung auf Müsli-Packungen und Posterkampagne. Denn Tab habe ich noch gar nicht gesehen. So könnten wir auf jeden Fall mehr Leute reinkriegen in unseren Schuppen hier. Damit mehr Spenden und damit unsere finanziellen Probleme hier vielleicht ein bisschen lösen. Und vielleicht sehen wir auch gleich, dass hier mehr Leute kommen. Wer weiß. Hier, die kommen natürlich von der Straße. Die spawnen hier nicht einfach so. Ist klar. So, ich hoffe, dass es anzieht und ich hoffe auch, dass es relativ schnell funktioniert. 2600 Miese. Ich hoffe, wir kriegen das nochmal rumgerissen. Auf jeden Fall, die Wölfe sind cool. Da muss man schon mal. Also, das Gehege ist cool, das gefällt mir richtig gut. Aber wir haben noch was nicht gemacht, was wir machen müssen an dem Gehege. Und zwar. Dazu brauche ich jetzt aber irgendwo einen Wolf. Wo finde ich denn die Wölfe? Hallo, Wölfe. Liegt hier einer rum? Nein. Verstecken sie so gut. Sind die vielleicht hinten in ihrem sicheren Unterschlupf? Ja. Da, wir könnten nämlich hergehen und könnten noch ein bisschen was am Gelände anpassen. Denn wir haben immer noch zu langes Gras und ja, Erde könnte man auf jeden Fall machen. Komm, das machen wir mal. Ich glaube, das können wir sogar kostenlos machen, oder? Ja, ich glaube schon. Schwere Erde hier. So. Das machen wir mal hier ein bisschen. Wir haben hier einfach noch viel zu viel langes Gras. Das finden die nicht so gut. So, machen wir lieber hier ein bisschen Erde. So. Vielleicht hier auch noch ein bisschen mehr Erde. Das Gras, das ist denen deutlich. Das lange Gras gefällt denen nicht. Und wenn wir hier noch für ein bisschen mehr Wohlbefinden sorgen können, dann wäre das auf jeden Fall nicht schlecht. So, immer noch zu viel langes Gras. Ah. Ist halt die Frage, wie man das wegkriegt, ne? Das ist halt. Ich meine, das muss man vielleicht ein bisschen härter pinseln. Fels könnten wir noch ein bisschen was machen. Glatte Fels. Wäre auf jeden Fall noch einiges möglich, dass man hier vielleicht noch ein bisschen mit Felsstruktur arbeitet. So. So, um der, also gerade hier um den. Jetzt bin ich rausgegangen aus dem Menü, sorry. Da ist der Wolf. Moment, halt, Mr. Wolf. So. Gucken wir mal. Ja, da ist immer noch zu langes Gras. Das ist nicht gut. Fels können wir auf jeden Fall auch noch erhöhen. Und Schnee können wir auch noch erhöhen. Komm, wir erhöhen einfach Schnee. Weil kalt haben wir es hier auf jeden Fall. Dann erhöhen wir einfach hier den Schnee. Sollte ja eigentlich funktionieren. So.
Zack. Einfach hier den Schnee erhöhen und dann funktioniert die Sache doch, oder? So, hier haben wir noch ein bisschen viel Gras. Hier ein bisschen Schnee, Schnee. Dann kriegen wir nämlich das lange Gras hier auch weg. Einfach ein bisschen mit Schnee arbeiten. So. Zack. Ah, immer noch ein bisschen. Ah, hier. Hier können wir noch Schnee machen. Also die mögen fast nur Schnee. Und jetzt sind wir hier auch ideal. Guckt es euch an. Da sind wir jetzt ideal. Und jetzt kann ich noch hergehen und hier ein bisschen anpassen. Ja, dann, weil außerhalb des Geheges hätte ich ungern den Schnee rumliegen. Deswegen passe ich das hier ganz vorsichtig an. So, auch hier. Zack, sehr gut. Auch hier gehen wir ein bisschen lang. So. So. Schon genug Schnee im Gehege, da muss nicht noch so viel außerhalb des Geheges rumliegen. So. Und so. Ja, perfekt. Sehr gut. Vielleicht noch ein bisschen. So. Jetzt ist es aber perfekt. Schaut es euch an. Das Gelände ist bei 100%. Stabiler Rückzugsort 100%. Ernährungszustand. Fehlt denen noch ein bisschen Qualität. Das können wir später noch machen, wenn wir mehr Geld haben. Dann haben wir Lebensqualität. Gerade bei 0 Beschäftigung. Ja, die haben halt kein Spielzeug. Aber sonst Futter haben sie. Also denen geht es wirklich nicht schlecht. Bußgeld. Tierentkommen. Dahlia. Es ist ein Tierentkommen. Wo? Tier ist entkommen. Wildhund. Ne. Hava. Jumoke. Nein. Das ist ja ärgerlich. Wo sind die? Da sind die entkommen. Oh ne. Ja, jetzt laufen die natürlich wie die Verrückten, das ist klar. Ärgerlich. Ja, das ist natürlich super Promo für unseren Zoo. Tierarzt ist unterwegs, Tierarzt knallt die alle ab. So, den ersten hat er. Oh, die ganze ist komplett im Arsch. Techniker rufen. Reparier den Scheiß. Auch hier dauert es nicht mehr lange. Eieieiei. Das ist echt bitter. Aber ich mache mal ein bisschen, ich spule das mal ein bisschen vor. Ich will mal wissen, was der Tierarzt hier alle fängt. Was hat er gemacht? Oder macht er gerade? Aber wenn er die immer wieder hier reinsetzt, werden die halt... Keine Ahnung, werden die halt immer wieder entkommen. Ach nee, ich muss die immer gesondert aus der Transportbox holen, ja dann. Techniker kümmert sich gerade mal ums Gehege. Die Leute kommen jetzt wieder rein. Tier ist entkommen. Den muss er noch holen. Den wird er auch holen. Da, Tierarzt ist unterwegs. Zack, erwischt. Tier leidet unter was? Tier ist hungrig. Tier leidet unter niedrigem. Tier ist entkommen. Nein. Come on. Stopp. Oh je. Techniker rufen. Der Techniker kümmert sich halt einfach nicht um die Gehege, ganz ehrlich. Okay, es ist nur ein Techniker am Werk momentan. Das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber er sollte sich trotzdem wenigstens ein bisschen um die Gehege kümmern. Da, das ist erst wieder ganz, oder? Ja, ich glaube, das ist ganz. Barrierestatus 93%, das heißt, ich kann das Tier aus der Transportbox holen.
sind aber erst drei. Wo ist der vierte? Keine Ahnung. Was haben denn die hier für Schilder in der Hand? Keine Ahnung. Ja, die Pfauen laufen hier frei rum. Das ist ganz toll. Komm, Tierarzt rufen. Hier sind zu wenig drin. Da fehlt einer. Ne, afrikanischer Wildhund. 4 Stück. Okay, sind drin. Das passt. Die Wölfe. Ja, das passt momentan auch noch. Das Gehege macht er auch gerade wieder ganz. Und dann können die auch wieder rein. Embre, Tier leidet unter niedrigem was? Tiere werden um Alpha-Status kämpfen. Ja. Das ist toll. Moment mal. Tiere werden um Alpha-Status kämpfen. Das ist das Gehege, ja. Jetzt gucken wir mal. Hier haben wir den Alpha. Hier haben wir ein Weibchen. Hier haben wir ein Weibchen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Dahlia, Hava und das ist Yumoke. Und dann gucken wir mal hier ins Gehege rein. Alle Tiere. Da gibt es nichts, um Alpha-Status zu kämpfen. Gibt es auch Alpha-Weibchen? Ich glaube nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Dahlia, Hava. Alpha-Tier-Männchen. Hey. Wer soll da jetzt um welchen Status kämpfen? Hava, Dahlia, Yumoke. Saba. Saba gibt es auch noch. Was ist Saba? Ah, Saba ist das Alpha-Tier-Weibchen. Ah ja. Verstehe. Es gibt also Alpha-Tier-Weibchen. Hm. Wer hätte es gedacht? Dann verlege ich die beiden mal ins Handelszentrum. Tierhandelszentrum. Und das hier auch verlegen ins Tierhandelszentrum. Beziehungsweise wir könnten die auch... Ja genau, das machen wir auch mal. Tierhandel. Und gehen mal hier auf diese ganzen Tiere hier und verkaufen die mal alle. Das wäre vielleicht auch mal eine wichtige Sache. Die sind momentan alle Tieraufbewahrung. Schnellhandel. Bestätigen. Oder? Das sollte ja jetzt nicht so das Problem sein. Bestätigen. So. Bestätigen. Kriegen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Geld rein. Vielleicht kostet das ja auch irgendwas, die hier zu halten. Ich weiß es nicht. Schnellhandel. Bestätigen. Schnellhandel. Bestätigen. Schnellhandel. Bestätigen. Okay. So. Das ist okay, die Pfauen werden hoffentlich auch wieder eingesammelt. Hier ist irgendwie enthält verdorbenes Futter, Tierpfleger zum Gehege rufen, nicht dass sie krank werden. So, und dann hoffe ich mal, dass wir bald wieder ordentlich Plus machen. Guck mal an, wie viele Leute hier drin rumlaufen. Gerade am Eingang vor allem laufen echt viele Leute rum. Die Preise könnten wir aber auch wieder ein bisschen anheben, finde ich. Ein bisschen zumindest. 6 Euro und 5 Euro für Kinder. Dann nehmen wir das auf jeden Fall auch mit. VIP-Gast ist in meinem Zoo angekommen. Ah, hervorragend. Sag hallo. Ich habe hallo gesagt. Tier ist entkommen. Gibt's denn das? Das ist doch nicht wahr. Wir haben halt einfach keinen Techniker mehr. Oder nur einen Techniker, der sich um das Gehege kümmert. Alle anderen sind halt... Das ist doch ärgerlich. Tier ist am Verhungern. Warum? Weil kein Tierpfleger kommt, oder was? Sauberkeit des Geheges stellt ein Krankheitsrisiko dar. Ja gut, die werden ja sowieso gerade erstmal eingepackt.
Tier ist dehydriert. Ja, warum? Hier gibt es Wasser. Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Unbegrenzt. Benutzung 0. Verstehe ich nicht ganz. Tierpfleger zum Gehege rufen. Ich hoffe, das klärt sich gleich. Eieiei. Das ist schon heftig gerade. Tier aus Transportbox holen, Tier aus Transportbox holen. So, die sind wieder drin. Hier ist auch alles gut erstmal. Hoffe ich. Ich hoffe, da kommt auch bald mal ein Tierpfleger. Warum kommt hier keiner? Mitarbeiter, Tierpfleger. Pendelt. Was pendelt denn der? Wo pendelt der? Warum pendelt der? Er hat nicht zu pendeln, er hat zu arbeiten. Sollten wir vielleicht mal Arbeitsbereiche zuweisen? Das wäre vielleicht mal eine Idee. Weisen wir dem mal Arbeitsbereiche zu. Da soll mal was machen hier. Was ist denn das? So. Hat er jetzt einen Arbeitsbereich? Ja, er hat einen Arbeitsbereich. Und der da kriegt auch einen Arbeitsbereich, nämlich die ganzen Gehege hier. Zack, zack. Hier ist ein Gehege. Gehege, Gehege, Gehege. Welches Tier ist jetzt wieder entkommen? Ist auch ein Scherz. Ein Wolf, da ist super, hervorragend, das ist ganz toll. Warum ist der Wolf jetzt entkommen? Ist das Gehege schon so im Arsch oder was? Ja, hier. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Ich kämpfe gerade wirklich an allen Fronten, ihr seht schon. Es ist echt gerade nicht so einfach, hier das hinzukriegen. Und natürlich, wenn so ein Wolf entkommt, finden das die Besucher natürlich ganz, ganz toll und wunderbar. Und ja, die Leute sind protestieren über schlechten Zustand einiger meiner Tiere. Aha, ja, sehr, sehr schön, ja. Es ist ganz toll. Irgendwas läuft hier ganz, 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 ganz schief. Ich weiß aber noch nicht genau was. Ich hoffe, wir kriegen das noch hin. Wir haben auch jede Menge kein Geld mehr. Also es ist echt ganz, ganz schlimm. Erstmal kurz gucken. Wir müssen das alles irgendwie ein bisschen regeln. Finanzen, wie sieht denn das aus? Einnahmen, fast keine. Kontinuierliche Ausgaben, super, ganz viele. Das ist doch alles scheiße gerade. Bin mir gerade echt unsicher, wie wir das hinkriegen sollen. Aber ich glaube, ich mache mal ein bisschen offscreen noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn wir hier gerade so am Struggeln sind, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr auf den Abo-Button drückt und wenn ihr ja, die Glocke aktiviert und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Over and out. Ciao, Leute.